Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video beziehungsweise Unboxing. Oder vielleicht mache ich Unboxing und Hardware auch zusammen. Ich habe von, oh Gott, NYXI. Das ist, so wie ich das verstanden habe, eine Tochterfirma von Echtpower oder wie die hießen. Da hatte ich ja schon mal Controller. Und die haben mich gefragt, ob ich diesen Wii-Controller, ach Quatsch, Switch-Controller mal zeigen wollen würde. Und dann habe ich dann noch was gesehen und dachte, Mensch, das kann ich auch hier brauchen. Und da habt ihr auch schon oft nachgefragt. Und dann benutze ich ja für die PlayStation auch so eine Ladestation. Und da habe ich auch noch eine Ladestation dazu bekommen. Die werden wir gleich beide mal auspacken, weil hier wird nicht viel dran sein und am Controller. Deswegen machen wir das halt zusammen. Und gucken uns das Ganze mal an. Und dann werden wir das anschließen und testen und gucken, wie er sich schlägt, würde ich sagen. Aber dafür switchen wir jetzt gleich erstmal in die Unboxing-Ansicht. So, dann sind wir jetzt auch in der Unboxing-Sicht. Und, na, wir machen den einzeln. So, dann werden wir mal gucken, wie er ist. Ich kenne den ja jetzt bis jetzt auch nur von Bildern. Den gibt es in durchsichtig, in schwarz und so. Oh, ich habe ja so den durchsichtigen gekriegt. So, einmal ein Ladekabel, USB-C. Einmal das Zwischenstück, das gucken wir uns auch gleich an. Und ein Erklärbärheft. In toll Englisch. Ganz toll. Wieder alles in Englisch, aber das kriegen wir hin. Ist ja nicht so schwer, den Controller an die Wii anzuschließen. Ich bin heute voll auf die Wii, an die Switch. Oh, die ist glatt. Das ist glatt. Also das ist jetzt nicht hier noppt oder irgendwas. Das ist komplett glatt. Ah, wir haben so ja eine Schultertasten. Nur hinten Tasten. So. Dann schließen wir das mal an. Oh, da geht da ein bisschen schwer. Also auf der rechten Seite geht da ein bisschen schwer. Aber wird schon. Oh, schicki, 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 schicki. Gut, der sucht jetzt natürlich, der findet jetzt nichts, weil der ist noch nicht mit der Switch verbunden. Aber ich mache mal kurz Licht aus für euch, damit ihr das mal so sehen könnt, wie das aussieht. Da kommen auch noch andere Farben. Und der ist komplett durchsichtig. Also wir können wirklich alles sehen. Ich werde mal gucken, dass ich euch ein bisschen ranzoome noch. So, weiter ranzoomen kann ich nicht. Aber hier könnt ihr das sehen, dass wir den komplett einsehen können. Auch von der Rückseite. Und wir haben auf der Rückseite hier noch zusätzliche Tasten auf beiden Seiten. Und hier oben haben wir auch noch Tasten. Müssen wir mal gucken, wenn wir das jetzt hier mal anmachen. Ich habe gedacht, kann man vielleicht die Farbe wechseln, aber das wird dann später noch kommen. Oder kann man das jetzt eigentlich im nicht an, also nicht verbundenen Zustand auch schon die Farbe ändern? Nee. Sehe ich jetzt hier nichts. Ihr könnt den auch die Pedals so an die Switch mit dran machen. Also praktisch so. Dann ist das eure Switch, müsst ihr euch vorstellen. Da die natürlich etwas dicker sind, müsst ihr dann gucken beim Reinschieben in die Ladestation. Aber so, ich finde, der ist schön groß. Der liegt gut in der Hand. Die Tasten sind leicht zu erreichen,
sind nicht zu laut. Steuerkreuz hat einen angenehmen Druckpunkt. Die Analogsticks, ja, die sind ein bisschen weich. Der obere, oder kommt mir nur so vor. Weil ich den Elite-Controller von der Xbox jetzt immer genutzt hatte und der halt sehr stark eingestellt ist. Hinten haben wir Zusatztasten. Und es ist komplett alles glatt. Also ihr seht wirklich, ihr könnt hier durchgucken, ihr seht selbst hier unten die Kabel. Ja, alles auf der Platine könnt ihr sehen. Die Platine ist schwarz. Sieht natürlich geil aus. Und hier seht ihr das dann vielleicht mal so ein bisschen. Das machen wir mal so. Da könnt ihr das vielleicht so ein bisschen sehen, dass das hier dicker ist. Und alles sehr glatt. Also da hätte ich mir gewünscht, vielleicht so ein bisschen anrauen. Aber gut, dann würde das Klarsicht, der Klarsicht-Look weggehen. Naja, ich werde den erstmal laden. Haben wir hier. Oh, hier haben sie nachgedacht. Wir können jetzt endlich beide separat laden. Nee, Quatsch, das war ja beim anderen auch. Ich habe mir gewünscht, dass man mit einmal laden beide laden kann. Halt über dieses Verbindungsstück. Das werde ich dann mal überprüfen, ob das klappt. Ich werde dann nachher mal die Switch herholen. Oder morgen, das werden wir heute nicht mehr schaffen, das Video. Und dann werden wir anschließen. Ach, schade, ich habe gedacht, das leuchtet vielleicht auch, weil das sieht so aus, als wenn das leuchten könnte. Aber täuscht vielleicht. Naja. Okay. Wollen wir mal gucken, wie weit, wie leicht das jetzt hier wieder abgeht. Ja, geht. Gut. Geht eigentlich ab. Oder? Warte mal, wir sind. Achso, nee, das war auf der Unterseite. Das war hier unten drin. Dann packen wir das mal wieder vernünftig weg. Achso. Dann müssen wir das erstmal rauf machen. Ich bin schon gespannt. Also vom Designfaktor sieht der schon cool aus. Jetzt müssen wir nur gucken, wie er sich im Praxistest schlägt. Ob er auch zu verbinden ist und alles drum und dran. Das werden wir dann alles raustesten. Aber ich muss das halt wegpacken. Ich darf hier nichts einzeln rumliegen lassen. Die Katzen hier einmal was finden. Die sind so verspielt momentan. Dann ist das weg. Und ich will ja auch gleich noch ein Video machen zur Ladestation. Sehr schönes Teil. Doch, das muss alle Farben gehen. Steht ja drauf RGB. Rainbow. Und hier seht ihr auch. Ja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal wirklich gespannt. Jo, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.